Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ich habe es geschafft vorzuspielen, bin jetzt wieder bei Trick, Track, Track, habe noch 5 Leben, habe nicht etwa auf Save States zurückgreifen müssen. Nein, ihr glaubt mir nicht, dann beweist mir erstmal das Gegenteil. Und wir wollen mal gucken, ob wir dieses Level jetzt absolvieren können. Wir haben das ja schon mal kurz gesehen. Wir sind halt auf einer Plattform unterwegs, die wir nicht kontrollieren können. Sie folgt einer festgelegten Bahn. Sie fährt auf Schienen, sie ist sehr geradlinig und unterwegs und, naja, so wie das Leben halt nicht läuft. Das Leben ist nicht geradlinig, das hat Höhen und Tiefen, ist wie eine Achterbahn manchmal und sogar kann es vorkommen, dass die Tiefen manchmal mehr vorkommen als die Höhepunkte, aber man sollte daher die Höhepunkte des Lebens noch viel mehr zu schätzen wissen, als man sie sowieso schon tut. Man freut sich auch gar nicht mehr an den kleinen Dingen. Man meckert nur noch, man ist nur noch traurig, man macht sich nur noch schlecht. Man sollte aufhören mit diesen Verhaltensweisen, die führen zu nichts. So. Sieht so ein bisschen aus wie ein Kassettenrekorder, dieses Ding, oder? Da das Innenleben des Dings sieht so ein bisschen aus wie ein Kassettenrekorder. Ja, in meiner kranken Arcus-LP-Fantasie kann das durchaus vorkommen, dass ich da einen Kassettenrekorder drin sehe. Aber ich finde das sehr beruhigend, dass Donkey Kong mir den Rücken stärkt. Dieser maskuline, sehr starke Affe, dass er mir hinten den Rücken frei macht. Ist gut. Er macht mir den Rücken frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist der Mittelpunkt schon. Und wir haben unsere beiden tapferen Schergen sind noch komplett. Das ist doch schön. Das läuft doch bisher wie gewuppt. Also wenn alles gut läuft, schaffe ich das Level auf dem ersten Streich. Ich habe... Oh nein, ich habe es ausgesprochen. Oh Gott, das ist ein schlechtes Omen. Das wird doch wieder nix. Das geht doch wieder in die Hose. Na, sag ich doch. Ja, das ist schon das Erste, das Erste. Ich verliere mein Teammitglied. Das ist schon mal der Erste... Das erste Anzeichen dafür, dass das alles in die Hose geht. Habt ihr das gesehen? Der Naughty. Ich habe den Naughty mit meinem Fuß berührt. Also entweder sind diese Naughtys mit irgendeiner giftigen Substanz eingerieben oder aber ich reagiere sehr allergisch auf diese Viecher. Ich kann es mir ansonsten nicht erklären, wie eine einzelne Berührung eine derartige Reaktion hervorrufen kann. Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder Donkey Kong verloren? Warum habe ich ihn nicht behalten können? Warum konnte ich ihn nicht halten? Warum habe ich ihn so in Stich gelassen, indem er gestorben ist? Warum musste es passieren? Ich weiß es nicht. Ich möchte es. Das ist fies. Da mit Diddy Kong ist es ziemlich fies. Da muss man nämlich rechtzeitig einen Rat schlagen. Sowieso finde ich immer schön, wie er Rat schlägt. Damit kann er ab und zu mal im Zirkus auftreten, aber ist das auch die richtige Technik, um seine Bananen wieder zu beschaffen und einem riesigen Reptil in die Fresse zu hauen? Ich weiß ja nicht. So, wir sind diesmal gut davor. Das könnte durchaus diesmal wuppen. Ich habe es schon wieder gesagt, ich sollte wirklich das Maul halten. Na, wenn es diesmal klappt, dann ist der Fluch gebrochen. Ich riskiere mein Leben nicht für das G. Ich habe die anderen Buchstaben sowieso nicht. Scheiß drauf. Na, lauf, komm. Na? Lenke in luftigen Höhen. Fühlt sich da wohl? Du kriegst wohl zu wenig Sauerstoff an deine Birne, darum bist du auch ein bisschen doof. Oh nein, ich habe vergessen, dass die Dinger nicht mal mit dem Rad zu besiegen sind. Oh, das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen, ne? Das war jetzt selten dämlich. Aber wirklich so eine der Aktionen, die selten dämlich sind. Die so... Ich bin auch wieder erstaunt, wie lange das Level denn noch geht, ey. 3 Leben habe ich noch. Alles ist noch alles ein Rotscher in Kambodscha. Also da ist noch kein Grund zur Panik. Ne, noch ist die Welt nicht untergegangen, noch leben wir alle. Mich irritiert das immer noch voll, dass ich nicht auf Start drücken kann hier, weil ich wahrscheinlich die Steuerung falsch eingestellt habe. Könnte auch sein, dass es durchaus einen Startscreen gibt, ich hier aber nicht eingestellt habe, da meine Starttaste nicht belegt ist auf meinem Controller. Kann sein, dass ich das vergessen habe. Die benutzt man ja auch so selten eigentlich. Ich kann jetzt nur kurz keine Pause machen, um zu husten. Das heißt, wenn ich jetzt husten muss, und das muss ich eigentlich, weil ich es kratzen merke in meinem Hals. Das heißt, ihr werdet gleich vollkommen erleben, wie ich huste. Und ich glaube, das wird sowieso wieder nichts werden hier. Das kannst du doch auch schon wieder in der Pfeife rauchen. Das kannst du auch wieder knicken. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, Lanky, alles gut. Alles gut. Ich bring dir nachher deinen Schnaps. Dann ist wieder alles in Ordnung. Dann ist die Welt wieder okay. Oder deine Heroin oder was. Was für ein Stoff auch immer du gerade drauf bist. So, den lasse ich jetzt einfach mal da runterlaufen. Oh, oh! Gott. Gottes Willen. Oh nein, warum muss da noch ein Lanky stehen? Geh weg, du wahnsinnig gewordener. Oh, du wild gewordener Handfeger. So, geschafft. So, ein Level noch, dann kann ich speichern. Hm.
Fahrstuhlspiele? Das klingt nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind in einer Höhle. Schlangen. Die ich eigentlich ganz sympathisch finde. Oh Gott. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was kann ich tun? Bin ich überhaupt in der Lage dazu, dieses Level zu absolvieren? Okay, jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, denn wenn ich jetzt sterbe, rast ich aus. Dann werfe ich meinen Controller gegen die Wand, kotz auf den Teppich und fange an, irgendwelche fremden Leute anzuschreien. Ich renne auf die Straße und schreie wildfremde Leute an. Dabei nehme ich mein Mikrofon mit, damit ihr das alles mitbekommt. Ich schreie alte Omas an, Kinder, die Lärm machen. Ich will das nicht offscreen alles nachspielen, habe ich keinen Bock zu. Ich zeige euch das nämlich nicht nochmal. Das ist nämlich langweilig. Komm schon, komm schon, komm schon. Du blöder, blöder Geier. Ihr seid doch meine Freunde, Schlangen. Ich meine, ihr könnt gerne euch in meinem Fell verstecken. Da stehe ich drauf. Wir müssen doch keine Feinde sein. Na endlich, ein Doggy Kong fast. Auch sehr logisch, ne? Fässer, in denen Schlangen hausen und hinauskommen, sobald wir in der Nähe sind. Ja, die werden in China produziert, glaube ich. Oder in Russland, ich weiß nicht. Irgendwo. Oder in Deutschland. Made in Germany. Deutsche Qualitätsprodukte. Deutsche Wertarbeit oder was auch immer. Da unten war ein Fass. Das hole ich mir. So. Ich hoffe, ich bereue es nicht, indem ich dabei jetzt gleich wieder meinen Kameraden verliere. Nein, scheinbar habe ich es geschafft. Gut. Gut. Na, oh, du dummes Bienenvieh! Oh ja, klar, bewege dich noch. Du. So, ja, das haben wir schon mal. So, das sind wieder die Freunde. Oh, hier, jetzt weiß ich auch, warum es Fahrstuhlspielchen heißt. Weil das sind offensichtlich Fahrstühle. Keine besonders sinnigen Fahrstühle, aber das muss ich auch nicht unbedingt in Frage stellen. Irgendeinen Nutzen werden sie in dieser Höhle schon absolvieren. Und wenn es nur der Nutzen ist, mich zu ärgern, das reicht ja schon. Ach Gottchen. Ja, ja. Oh, ah, ich gleich habe ich nochmal ein Leben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah. Ja, that's what I'm talking about. Und das ist jetzt nicht so toll gelaufen. Das ist also von der Euphorie, ich war richtig in euphorischer Stimmung, ich habe mich gefreut. In die Traufe. Oh Gott, meine Lebensanzahl, ne? Ich weine gleich. Ich muss noch speichern dürfen. Bitte. Lass mich, nein. Lass mich dieses Level bitte schaffen. Ich bitte dich nicht um viel. Gott. Weiß Gott nicht. Im Grunde genommen bitte ich dich um nie was. Aber... Nein! Oh, danke. Ganz vorsichtig. Ja, ich weiß, der Kommentarstil lässt zu wünschen übrig, aber was soll man zu diesem Spiel auch noch großartig sagen, außer dass Arkus ganz schön im Konzentrationsmodus ist und dieses Spiel versucht zu absolvieren, einigermaßen gut, ohne sein Gesicht verlieren zu müssen, weil er sich einfach nur absolut dämlich anstellt. So, kann ich da jetzt einfach runterspringen? Ich trau mich nicht. Ich werde jetzt trotzdem auf den Fahrstuhl warten. Jetzt fehlt noch diese coole Fahrstuhlmusik. Ich weiß nicht, wie Fahrstuhlmusik geht, aber die hat immer was sehr Belangloses und ist immer nichts so Besonderes. So, wenn ich jetzt sterbe, ey, dann kriege ich einen Föhn. Oh Gott. Das ist echt Herz. Das ist echt... Oh, ne! Das ist fies. Guck doch mal an. Oh. Oh. Halleluja! 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 Ich hab's geschafft. Gespeichern! Ach, Candy Speicher. Ach, Mann, ich war noch nie so begeistert, dich zu sehen, Süße. Oh, so süß. So, ich werde jetzt zur Sicherheit echt wieder dreimal speichern mit allen Tasten, die ich habe. Ist mir kackegal. Oh. Ich kann nicht sicher genug sein jetzt bei diesem Spiel hier. Geh rein, geh rein, geh einfach rein. So, alle Tasten. So, fertig, fertig, fertig. So, sollte gespeichert haben. Wenn nicht, dann echt, ey. Also, dann drehe ich am Rad da, ey. Dann ist der Zweite Weltkrieg nichts dagegen. Reierweier. So, dann gucken wir uns das mal an. Jetzt kann ich gerne sterben, ist mir scheißegal. Das sieht aber sehr giftig aus, dieser See hier. Da möchte ich nicht so gern drin schwimmen. Nicht, dass ich mich noch irgendwie
weiß ich nicht, an irgendeiner Krankheit anstecke. Vielleicht Cholera oder Malaria oder einfach nur Heuschnupfen. Sieht auf jeden Fall sehr giftig aus. Diese trübe Sicht ist natürlich auch ein tolles Mittel dazu, mir die Übersicht zu erschweren und dadurch eher in ein Hindernis zu rennen. Genau, sich selbst bewegende Räder im Wasser. Klar, das ist klar. Ja, das war auch klar, dass das mich erwischt. Das habe ich kommen sehen. So, Piranha-Fische. Ich denke mal, das sind Piranhas. Zumindest beißen sie mich immer relativ hart, wenn ich sie berühre. Ich würde daher mal schätzen, dass sie auf Fleisch stehen. Geh weg. Feuerqualle. Feuerquallen sind ganz schön gefährlich, Freunde der Sonne. Da kann man ganz schön Schäden von bekommen. Ich hatte mal richtige Brandverletzungen durch Feuerquallen. Oder was heißt, so allergische Reaktionen sind das, glaube ich, denn, ne? Ich bin mir nicht so sicher. Ich kenne mich nicht damit aus. Da hatte ich aus Versehen eine auf die Haut bekommen. Und das ist halt schon ganz schön brutal. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Schon ein paar, sehr viele Jahre her. Denn das müsste ja implizieren, dass ich am Strand war. Und das war ich bestimmt 6 Jahre nicht. So. Ach Gott, ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Das war doch schon wieder nichts. Ah, wenigstens. Aber das hilft mir auch nicht, wenn ich gleich tot bin. Also, Game Over. Das bringt dann auch nicht mehr viel. Ja, die Musik ist wenigstens ein bisschen aphrodisierend. La la la. La la la. So, Didi. Unterstütze mich auf dieser Reise. Ich brauche seelischen, moralischen und geistigen Beistand. Ah, fuck. La la la. So, da kommt doch bestimmt was. Ich wusste es. Ah, das Spiel ist zu offensichtlich. Mich schockt hier gar nichts mehr. Und so. Wow. Ja, sicherlich! Ja, sicherlich! Ja, Mensch, das ist doch ein Wurz! Ein Wurz! Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, was ich gerade gesagt habe, aber trotzdem war es das, was ich gesagt habe. Genau das war es. So. Muss ich vorsichtig sein. Sprach der Arcus LP und stirbt dann kümmerlich. Freunde der Sonne, ich würde sagen, der Part ist an dieser Stelle zu Ende. Das nächste Mal werden wir uns dann genau in diesem Level wiedersehen. Bis dahin, euer Arcus. Tschüss.